Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf Rocorti mit mir, dem Chris, und heute als Special Guest. Als Special Guest? Nein, nicht als Special Guest. Und mit mir, Marcel. Und heute, mal etwas, anderes. Nicht irgendwie ein Let's Play oder so. Ah, hast du recht. Sondern mein Real Life Video. Wir haben, wie ihr seht, dieses schöne Paket gekauft. Woher wir es haben, sagen wir es nicht, weil es kein Product Placement oder sowas und ne? Doch, klickt auf die Werbung in der Beschreibung, bitte, damit wir Geld haben. Nein. Die ganze Sache haben wir bei einem anderen YouTuber schon gesehen gehabt, deswegen sind wir auch auf diese Seite gekommen und haben uns das halt, ne, mal angeguckt und das Ganze haben jetzt das Ganze zweimal bestellt, einmal für ihr Chris, einmal für mich und wollen das jetzt eigentlich auspacken. Du hast noch gar nicht erzählt, was da drin ist. Alter. Das seht ihr ja gleich. Nein, also ihr seht ja schon eine Shisha. Und zwar ist das eine Mystery Box oder so. Oder Wundertüte heißt das, glaube ich. Das ist Wundertüte. Und da sind alle Sachen, die man für eine Shisha braucht, sozusagen drin. Man weiß halt nicht was, aber es ist halt eine Mystery Box, Leute. Und wir sind jetzt echt gespannt, was da drin ist. Deswegen, das Ganze kostet 20 Euro. Wir haben es zweimal gekauft, also wie gesagt. 40 Euro jetzt. Und ich bin jetzt echt gespannt, was da drin ist. Ich schnippel das mal auf. Wir werden gucken, dass wir die Rechnung nicht uns angucken, weil genau. Auf der Rechnung steht drauf, was drin ist. Die werfen wir halt gleich direkt weg. Genau, wenn die oben drauf liegt, dann nehmen wir die sofort weg. Und wir wollen natürlich noch die Produkte testen, die hier drin sind. Also, Ja, wir werden nicht reingucken, wir machen das immer so ein bisschen random, was drin rauszunehmen. Hier ist die Rechnung, nehmen wir weg. Ich hab alles gesehen. Direkt Spoiler, Alter. Ja, alles klar. Ne? Wer will anfangen? Wer fängt an? Ja, dann mach du ruhig. Das ist halt mega laut, das Auspacken. Das ist aber mega. Ja, es ist jetzt nicht mehr so viel. Okay. Jetzt bin ich echt gespannt, ob sich das Geld gelohnt hat. Okay. Oh, ich weiß schon, glaube ich, was das ist. Und das ist ein Tonkopf von Amy. Für den einmal raus. Amy ist eigentlich relativ teuer, sogar. Ja, ist eigentlich relativ gut. Für die sich mit Shisha auskennen. Oder nicht auskennen, ehrlich gesagt. Ja, das ist ein Tonkopf. Kennt man als Shisha. Mit Löchern drin. Mit Löchern drin. So wie bei jedem Kopf. Alles klar. So fürs erste Item nicht schlecht. Okay, ich schau mal rein, was da noch so drin ist. Also ich greife jetzt einfach mal was. Stell dir voll viel Polster drin, Alter. Mehr Polster als alles andere, ey. Ja. Direkt. Also wenn ich dann gib mir direkt das andere, dann machen wir beide auf. Scheiße, ich hab schon Bedenken gerade. Weil bis jetzt, ich sag's jetzt nicht, aber... Hast du das Messer noch? Ich krieg's nicht auf. Ja. Auf jeden Fall Luftpolsterfolie. Von Mass, Alter. Vielleicht erstmal rumpoppen. Oh, man sieht das gar nicht, wie wir das rauspacken. Ja, oder? Mein Gott, wir machen da die scheiß Folie weg. Okay. Ich schwöre, das ist was. Es ist echt. Okay. Es ist halt. Vielleicht muss ich jetzt ein bisschen näher daran kommen. Hier, ich habe ein Glasmundstück von Ginny. Kann man da auch lesen irgendwie? Ja, ist ein bisschen kacke mit der Kamera. Sieht eigentlich ganz nice aus. Und wir haben gerade irgendwie festgestellt, wir haben diese Shisha-Box von einem anderen YouTuber gesehen. Und wir haben bis jetzt irgendwie nur das gleiche da drin. Und bei mir ist dasselbe Mundstück. Wow. Also, ich glaube auch fast, dass das jetzt einfach eine Box doppelt ist. Und, wow. Ja. Richtig cool. Ja, weiß nicht, das kann ich hier hinsetzen, aber das sieht man da nicht. Sieht zwar ganz geil aus, das Mundstück, aber ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass da. Wow. Ja, ich hätte jetzt. Wow. Okay, Leute, qualitativ sehr hochwertig. Okay, das sieht man nicht in der Kamera. Auf jeden Fall ist. Kannst du ja vielleicht nachher nochmal Bilder einblenden oder so beim Schneiden. Ja, in dem Muster ist auf jeden Fall ein Fehler eingedruckt. Good job, Gigi. Und es ist halt echt das gleiche drin wie bei dem. Ja. Ach, guck mal, die sind auch direkt zusammen. Als ob. Ich dachte, da ist jetzt random irgendwas anderes drin. Ja, hier einfach so ein ganz stinknormales. Zwei stinknormale Silikonspeicher. Nur halt mit einem Muster drauf. In schwarz-gelb. Falls man das nicht so wirklich erkennt gerade. Könnte man. Ja, ist halt, ne? Braucht man halt wieder mal. Oh Mann.
Aber es ist halt jetzt nicht so das, das geile Zeug, ne? Was du unbedingt haben willst. Haben wir noch irgendwas Krasses jetzt hier drin? Oh, ich sehe aber. Nee, wir haben doch noch was Neues drin, was beim anderen nicht drin war. Alter, die ist aber gar nicht so kacke. Ein Kilo Tom. Wir schütten das aus. Coco Char oder ja. So. Ja. Ein Kilo Kohle. Das ist ganz nice. Okay. Das mal. Geht auf jeden Fall klar. Ja, und dann haben wir hier Alufolie. Das ist dickere Alufolie, weil es gibt halt Leute, die rauchen hier nicht mit diesen komischen Aufsätzen für die Shisha. Sondern die spannen sich dann noch altmodisch Alufolie drüber und das ist halt so besondere extra für Shisha. Rauchen wir nicht mit, aber für die, die damit rauchen, ist das ganz nice. Ja, ich sehe die gerade. Es ist noch ein Kilo Kohle drin, genau dieselbe. Das ist halt, also das ist halt gut. Die Kohle ist halt echt mega nice, auch wenn wir jetzt mit 20 Euro keinen Gewinn mehr machen. Ne, ein Glasmundstück. Ja, die Mundstücke gehen halt auch klar. Aber es ist halt keine Überraschung mehr, weil wir das jetzt von der anderen Box von dem anderen YouTuber schon kennen. Nochmal. Ja, das ist halt das, dasselbe wie bei dem anderen halt noch drin. Wow, noch ein Kopf. Hier sind noch, hier sind halt noch so zwei Schlauchfedern drin, dass die Schläuche nicht abknicken. Halt eingepackt. Ich lasse jetzt eingepackt, weil es nichts Besonderes ist. Einfach so eine große Feder. Wow. Richtige Scheiße, Alter. Und noch zwei Schlauchadapter, für an, die man halt in die Shisha, an die Shisha ransteckt. Und dann. Ja. Das ist jetzt natürlich mangelhaft, sage ich jetzt mal. Und das war's. Mehr war da jetzt echt nicht drin, ne? Also, irgendwie muss ich sagen, dass ich ein bisschen enttäuscht bin von der Box. Ja. Ich guck mal, ob ich hier noch eine Rechnung komme. Ja. Eigentlich hätte ich jetzt gedacht, dass da random was drin ist und nicht das gleiche wie bei einem anderen YouTuber. Aber haben wir wohl falsch gedacht, oder? Das ist halt, man hat ja das hochgeladen. Ich weiß das nicht. Das ist schon ein bisschen her. Ja, nicht, dass das nur monatlich wechselt oder so, die Sachen, die da drin sind, aber anscheinend nicht. Verrechnet steht auch nichts, ne? Nee, auch kein Preis oder sowas. Ich dachte, jetzt könnten wir mal wenigstens nachgucken, ob man mit dem ganzen Spaß das Gewinn gemacht hat oder nicht, aber. Ich würde sagen, wir testen trotzdem mal die Sachen aus gleich, wie die so sind. Ja. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn die Kohle an ist und die Shisha läuft. Bis gleich. Jo Leute, da sind wir wieder zurück und haben jetzt alle soweit vorbereitet. Man sieht jetzt leider auf dem Video den Kopf nicht. Wir haben auch eben erst festgestellt, dass das so kleine Stückchen, also kleine Stückchen sind. Eigentlich sind das ja viereckige Kohlen immer. Ja, pack's kurz aus, ich komme jetzt nicht mehr von hier. Ja, machen wir. Auf jeden Fall sind das so Stäbchen Kohlen. Womit ich jetzt persönlich selber noch nicht geraucht habe. Haben uns jetzt einfach zwei davon auf den Kopf gemacht. Soll ich die andere Kohle nochmal zeigen? Die. Die du sonst hast. Achso, nee, das kennt man ja eigentlich. Ja. Ja, und jetzt versuch mal, damit mal zu rauchen. Was auch schön mit dem Silikonschlauch und dem neuen Glasmundstück. Ja. Wo in der Rechnung außerdem drin steht, das ist eine. Wo steht's jetzt? Das Mundstück heißt Genie Zauberflöte. Ja, das ist nämlich auch der Nachteil an dem Mundstück. Hier oben das Mundstück ist wie eine Flöte geformt und man kann jetzt ein bisschen schwerer dran ziehen, glaube ich. Also so mit, wie mit einem normalen Schlauch, einfach so halten und so ziehen, geht halt nicht. Hier sind es übrigens 40 Grad oder so im Raum. Also es ist halt nicht so wie, warte, wie mit so einem normalen Mundstück. Das ist halt gerade einfach nur so ein Rohr ist und oben so eine Öffnung. Man sieht das nicht im Video, aber ne, ihr wisst, was ich meine. Ja. Ja, ich bin ja mal gespannt. Wir rauchen Ginny, passend zum Mundstück. Mein absoluter Lieblingstabak im Moment. Und ja, ich würde sagen, wir ziehen erstmal an. Also angezogen ist noch gar nicht. Ja. Die Kohle liegt jetzt schon 5 Minuten drauf ungefähr. Alles klar, soll ich als erstes ziehen? Ja. Okay. Ich weiß nicht, wie ich an diesem Mundstück ziehen soll, Alter. Okay. Qualmentwicklung ist da. Du kannst es ja. Jetzt passiert ja gerade nichts Wichtiges. Man kann es ja einfach irgendwie so in einer Zeitschleife irgendwie so doppelt so schnell abspielen, also bis ich hier rauche. Ich muss sagen, durch dieses Mundstück kommt der Rauch direkt auf die Zunge, sag ich jetzt mal, wenn man den so umhält. Und ich finde, man schmeckt schon mehr als mit dem anderen Mundstück. Das ist auf jeden Fall wahr.
Aber okay. du hast ja auch noch nicht das Wissen, wie es ist, mit einem Glasmundstück zu rauchen. Ja. Weil ich habe eins zu Hause schon. Und Glasmundstück, da ist der Geschmack einfach schon intensiver, direkt am Anfang. Von daher ist das für mich jetzt nicht so der Flash. Aber wenn man die ganze Zeit nur mit diesem Aluminium oder Edelstein oder was auch immer das sind für Mundstücke raucht, dann merkt man das schon als Unterschied. Also ich finde schon, dass es ein bisschen anders schmeckt als sonst. Ja. Versuchen wir das jetzt mal richtig anzuziehen. Ich finde das ganz cool, das ist halt bei den anderen coolen nicht, dass du hier so eine kleine Anleitung hast. Ja, also ich meine, klar, es ist simpel, ne? Aber ich finde es halt cool. Okay, ich mache jetzt die Kohle mal ein bisschen weiter in die Mitte. Oder vielleicht liegt es auch daran, dass wir nur mit zwei Kohlen rauchen. Aber die und sind halt mit Alufolie. Ja, stimmt, das habe ich auch noch gar nicht gesagt. Genau, wir testen halt gerade alles, was in dem Paket dabei war. Also da war halt noch der Schlauchadapter, aber die passen jetzt bei der Shisha nicht, das heißt, die können wir nicht ausprobieren. Und die Federn sind halt einfach nur, damit der Schlauch nicht abknickt, die haben wir jetzt auch nicht drin gemacht. Ja. Das hört sich ein bisschen komisch an, die Shisha. Ich hab da irgendwie ein bisschen Luft durch den Kopf. Das ist wegen der Alufolie, das hatte ich bei mir auch, als ich mit Alufolie geraucht hatte, das eine Mal. Das ist halt, weil das halt nicht richtig zukriegt. Okay. Ja, bei den Bedienungen hier ist es ein bisschen schwerer. Bei der Gradzahl heutzutage, sag ich jetzt mal. Aber guck mal, hier ist schon so ein paar Vorteile von der Kohle. Also sie soll wohl keinen Rauch entwickeln, nicht komisch riechen. Was mir auch aufgefallen ist, es hat nicht so stark nach Kohle gerochen, wie wenn wir die andere Kohle benutzen. Das stimmt tatsächlich. Kein Geschmack, aber das hatten wir bei der anderen Kohle auch nicht, die wir sonst benutzen. Ja. Environmental friendly, ich glaube, das heißt einfach nur Innenraum. Ich hoffe, man hört jetzt gerade die Glocken draußen nicht. Das gut sein kann. Es ist ja nämlich gerade 18 Uhr geworden. Wir wohnen auf einem verdammten Dorf, da passiert das halt. Habt ihr ein bisschen Musik im Hintergrund? Die Kohle soll halt auch noch länger an sein, was ich mir ganz gut vorstellen kann, weil das sind Briketts und nicht normale Kohlen. Und sie sollen wenig Asche machen. Also an sich, wenn das wirklich alles stimmt, was wir rausfinden werden, ist das Top-Kohle. Dezent neblig jetzt schon im Zimmer hier. Ich gucke die ganze Zeit auf den Bildschirm, aber ich muss eigentlich in die Kamera gucken für euch. Ja, das habe ich auch nicht gemacht. Also jetzt. Und ansonsten, wenn wir die Kohle halt nicht gebrauchen können, dann geht die halt zum Grillen drauf. Einfach auf den Grill mit ein paar Steaks, Alter. Ja, ist ja Shisha-Barbecue-Kohle, also von daher. Ja. Warum auch nicht? Auf jeden Fall qualmt es schon sehr gut, das ist aber bei Genie Tabak immer normal. Alter, das ist so warm. Ja, dezent. Aber wir können den Ventilator leider nicht anmachen, weil man das auf dem Video hören würde. Würde dann ein bisschen rauschen, sage ich jetzt mal. Ja gut, ne? Aber was soll jetzt noch groß passieren? Ich würde sagen, wir kommen zum Fazit, oder? Eigentlich schon. Wir können jetzt nicht 2 Stunden hier durchrauchen und sagen dann, was mit der Kohle passiert ist. Die wird jetzt einfach abbrennen und... Genau. Ja. Also ich würde sagen, jetzt nur Fazit zum, wie es raucht, oder auch Fazit zum Paket? Beides, ja. Würde ich sagen, fangen wir mit dem Paket an. Ich muss sagen, für 20 Euro finde ich das Paket solide. Man kriegt einen Kopf, man kriegt einen Schlauch, man kriegt ein Mundstück, sogar ein Glasmundstück, was recht gut ist. Wie gesagt, ich habe nur Vorteile mit Glasmundstücken bis jetzt erfahren, außer halt, dass sie schnell kaputt gehen. Beziehungsweise wenn man schlecht damit umgeht, gehen sie schnell kaputt. Aber da muss jeder selber wissen. Ansonsten kriegt man alles, was man so für einen Einstieg braucht zum Rauchen. Außer halt eine Shisha, aber die sollte man sich so vorher eh schon besorgt haben. Von daher finde ich das Paket an sich zum einmal kaufen echt gut. Dann
Zweimal kaufen sollte man es vielleicht nicht. Ja, das ist halt so der einzige Nachteil, den ich sehe. Das Ding heißt Wundertüte. Man denkt sich, ja geil, ne? So wie wir das jetzt gedacht haben, wir kaufen das zweimal. Machen wir zwei coole Videos davon. Einmal wieder eins aufmachen, dann wieder das andere aufmachen. War jetzt doof, ist alles in ein Paket gekommen und dann war es auch noch alles dasselbe. Genau. Von daher, und wie gesagt, das eine Video von dem YouTuber, wo wir das her haben, der hat halt bis auf die Kohle genau dieselben Sachen bekommen, deswegen werden wir das nicht nochmal kaufen. Und ja, beim Rauchen, einziger Nachteil halt, war es die Alufolie, weil keiner von uns jedem vorher mit Alufolie, also einmal habe ich mit Alufolie vorher geraucht, das war auch normale Alufolie und man zieht halt ein bisschen Luft mit. Aber das ist halt so das Einzige, wo ich jetzt so den Nachteil sehe, beim Rauchen zumindest. Ich muss gerade sagen, dass es ein bisschen anfängt zu kratzen. Ich bin jetzt nicht ein Shisha-Anfänger, aber ich finde, es fängt gerade ein bisschen an zu kratzen im Hals. Und ja, findest du auch? Ich weiß, kann auch sein, dass es an meiner Pollenallergie ist. Das kann sein. Du hast ja auch gerade die ganze Zeit gezogen, als ich geredet habe. Jo. Ja, dann. Dein Eindruck? Beim Paket kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ja, was soll ich das weiter zu sagen? Für den Preis eigentlich preiswert, sage ich jetzt mal. Wenn einem das Design gefällt, auf jeden Fall. Also mir gefällt's. Ja, aber wie gesagt, für den Einstieg top. Für 20 Euro kriegst du Kohle, Kopf, Glasmundstück. Also wenn ihr euch gerade eine Shisha gekauft habt und noch kein Zubehör habt, dann würde das eigentlich klar gehen, das Paket. Und dann auf jeden Fall Kaufempfehlung, ansonsten zweimal überlegen. Genau, weil für die 20 Euro könnte man sich auch ein schöneres Mundstück und einen schöneren Schlauch kaufen, sag ich jetzt mal. Naja, was wollten wir jetzt noch machen? Nix, dein Eindruck noch zur Shisha? Also zum Geschmack, hast du nicht zum Geschmack noch gesagt. Schmecken so. Tut's wie beim normalen Kopf auch, mit meinen anderen Schläuchen auch. Außer, dass man den Geschmack ein ganz kleines bisschen intensiver durch dieses Mundstück hat, finde ich. Das ist der einzige Unterschied, sonst kein weiterer Unterschied. Ja, würde ich sagen. Lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Genau. Und schreibt in die Kommentare, wie euch das gefällt. So mit vor allem Real-Life-Videos, ob wir da mehr machen sollen. Ob wir. Vor allem Shisha-Videos. Haben genau, wir Bock drauf. Ob wir so ein bisschen mehr Shisha-Videos machen sollen. Oder irgendwie in eine andere Richtung gehen. Genau. Wie euch das gefällt. Dies, das. Lasst auf jeden Fall Kommentare, Bewertung. Du laberst so viel, Alter. Ich laber alles doppelt, aber ist egal. Dann bleibt es in den Köpfen. Lasst doch noch ein Abo da. Ach ja, kauft Merch und klickt auf den Link in der Beschreibung, wie ich schon gesagt habe. Nein, Spaß. Alles klar, dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Wir sehen uns das nächste Mal bei Rocorti. Bis dann, ciao, Leute. Ciao, ciao.